Also hier. Drei, zwei. Ja, Tag, ihr Ottos. Ich habe jetzt die Ehre hier, dass die Abschlussrede dieses Jahr zu halten. Oder ich muss es machen. Ja, war wieder ein geiles Jahr. Videos waren aufregend, hat Spaß gemacht, wie immer. Entwickelt sich auch immer weiter jetzt. Ja, ich habe hier so einen kleinen Text bekommen. Ich lese den einfach ab, ich kann mir den nicht merken. 2020 sind wir Dach- und Holzmesse in Stuttgart, glaube ich, ist die. Dann sind wir 29.01. 10 Uhr bis 13 Uhr, Stand Leister. Könnt ihr mal vorbeischauen. Dann sind wir Kreaton. Nominierung. Soll das heißen? Influencer Award. Influencer Award. Da müsst ihr für uns voten und könnt ihr auch voten. Voten, Alter. Da müsst ihr für uns voten. Und uns alle alle wählen quasi, ne? Dann Bautech 2020 in Berlin. Baufluencer Forum. Am 19.02.2020. Infos und Links in der Beschreibung unten. Und dann wünsche ich euch noch, steht hier, Weihnachtsgrüße und Neujahrsgrüße, guten Rutsch, bla bla bla. Also liebe Leute, ich wünsche euch ein schönes und gesegnetes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und rutscht nicht so weit und so, ne? Ihr kennt das Spiel ja. Und ja, vom ganzen Team nochmal herzlichen Dank für euren Support. Super, dass ihr die Videos abonniert und die Videos überhaupt guckt. Wie gesagt, es macht uns auch immer noch sehr viel Spaß. Wir machen das auch weiter. Und ja, so. Und dieses Jahr kommen keine Videos mehr, aber nächstes Jahr kommen wieder neue Praktikantenvideos und da geben wir wieder richtig Vollgas. Ihr wisst ja, das machen wir alles nur nebenbei. Und wir müssen leider auch ab und zu noch ein bisschen arbeiten. Deswegen ist das alles so ein bisschen schwierig, aber wir geben wieder Gas und hauen rein. Ich sag da mal, peace out. War ein schönes Jahr. Tschüss. Tschüss. So, stopp, stopp, komm mal zurück. So, ich habe jetzt hier noch so einen neuen Pulli vom Chef bekommen. Er ist jetzt ein bisschen zu groß, ich bin ja klein, habe Größe S. Das ist Größe M, aber ihr könnt ja mal unten in die Kommentare schreiben. Und dann denke ich mal, vielleicht kann man da auch was machen, dass er in den Shop kommt. Aber ich finde ihn cool auf jeden Fall. Einfach mal reinschreiben und tschüss, ihr Ottos.